Ich habe eine Reise nach Polen gemacht, um Herrn Paweł Pawlak zu treffen. Herr Pawlak ist der neue CEO der Credendo in Polen. Schönen guten Tag, Herr Pawlak. Guten Tag. Polen steht ja, zumindest in Europa, vermehrt in Diskussion. Aber wir wollen heute nicht politisieren, sondern wir wollen über die Wirtschaft sprechen. Wie geht es der polnischen Volkswirtschaft? Ich glaube, nach wie vor ist Polen auf dem wachsenden Kurs im Vergleich zu den anderen EU-Ländern. Ein wesentlicher Wachstumsmotor ist die private Nachfrage nach hochwertigen Konsumgütern. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Polen, aber auch andere EU-Länder von den ökonomischen und geopolitischen Änderungen in der letzten Zeit sehr stark beeinflusst sind. Wer sind eigentlich die wichtigsten Handelspartner von Polen? In dem Thema hat sich eigentlich nicht viel geändert. Nach wie vor ist es natürlich Deutschland, Tschechien als die wichtigsten, vor allem die größten Exportpartner für Polen. Aber natürlich in dem ganzen europäischen Raum ist Polen tätig. Die wichtigsten bleiben nach wie vor Deutschland und Tschechien, würde ich sagen. Also beim Außenhandel gab es keine großen Änderungen. Dafür gab es ja offensichtlich im Bereich der Logistik eine Änderung, nämlich in Polen. Ich höre, es gibt ein neues Insolvenzrecht. Was verbirgt sich dahinter? Ja, in der Tat, die Änderung des Insolvenzrechts ist eine neue Situation, mit der sich die Finanz- und Kreditinstitutionen näher befassen müssen. Dieses Gesetz nimmt den Schuldner in Schutz, so kann der Gläubiger, sobald das Gericht das Sanierungsverfahren bestätigt hat, keine Zahlungen vom Schuldner in den nächsten 12 Monaten verlangen. Davon sind alle Verbindlichkeiten getroffen, wie zum Beispiel Hypotheken oder Garantien. Aha, also doch eine gravierende Änderung. Erinnert mich ein bisschen an Chapter 11 in den USA oder Amministrazione Controllata in Italien. Kann man so sagen, ja. Ist was Ähnliches. Sie geht aber, glaube ich, tiefer. Sie sind ja der wichtigste Repräsentant der Credendo in Polen, daher vielleicht einige Worte zu Credendo. Was macht denn Credendo zu einem wichtigen Partner für polnische Unternehmen? Die Tatsache, unsere Polizei unterscheidet sich nicht im Wesentlichen von den Kreditversicherungspolizen, die unsere Kunden in Polen kennen. Es gibt aber einige Details, die mittlerweile sehr wichtig sind oder wichtig geworden sind, die wir eingeführt haben, die unsere Konkurrenz eigentlich nicht hat oder nicht so funktioniert wie wir selber. Ich meine hier über externe Inkassofirmen, die sich mit der Einbringung von den versicherten Forderungen beschäftigen. So hat der Kunde eigentlich bei der Einbringung von den Forderungen einen näheren Kontakt zu den Fachleuten und wir kümmern uns eigentlich um diese klassische reine Kreditversicherung. Zweiter Punkt ist, so wie wir es bemerkt haben, auch eine neue Lösung auf dem polnischen Markt, die eigentlich nur Credendo anbietet. Ich meine hier die selektiven Policen. Das heißt, bis vor kurzem dürften Kunden in Polen nur mit einer Police, Kreditversicherungspolice arbeiten. Unsere Lösung bietet den Kunden eine zweite Police. In vielen Fällen sind wir als Credendo als zweiter Kreditversicherungsanbieter. Es funktioniert sehr gut. Der Kunde hat einen größeren Exposure versichert. Ja, und das bringt ja gute Resultate, vor allem für uns. Ja, und der dritte Punkt, wenn man so sagen darf, ist auch diese Exposure-Kapazitäten. Wir als neuer Spieler
haben die Exposure-Kapazitäten, wenn es um Risiko geht, natürlich viel höher, sind wir flexibel, hoffe ich, für gegenüber unseren Kunden. Wir legen einen sehr großen Wert und davon ist ja auch Credendo bekannt weltweit, dass wir großen Wert auf Service legen. Das heißt, bei uns oder für uns, jeder Kunde ist wichtig und als wichtig wird er auch behandelt. Na, das klingt doch sehr interessant. Es klingt vor allem auch nach einer Erweiterung des Angebots. Jetzt hätte ich noch gerne, Sie gestatten mir die etwas platte Frage nun, jetzt hätte ich noch gerne von Ihnen als neuen CEO Ihre Vision der nächsten 3 Jahre. Wo sehen Sie denn Credendo in 3 Jahren in Polen? Neue Vision, ja, ist eine schöne Frage. Ich muss sagen, auch wenn das nicht unbedingt bescheiden klingt, ich bin bei Credendo in Polen von Anfang an. Zusammen mit meinem Kollegen, Ex-Chef Michał Winiarski, haben wir dieses Geschäft hier in den letzten zwei Jahren, hoffe ich, gut und relativ stark und schnell dynamisch aufgebaut. Die Visionen ändern sich nicht von vornherein. Möchten wir einen stabilen, guten Platz hier in Polen haben unter den Kreditversicherern. Wir werden nicht in Massenversicherung gehen, sprich viele Kunden, Kleinkunden. Wir möchten uns auf gute Kunden und vor allem auf guten Service konzentrieren und das wird dann halt unser Ziel für die nächste Zeit. Jeder zusätzliche qualitätsbewusste Marktteilnehmer führt dazu, dass der gesunde, faire Wettbewerb unterstützt wird und damit Kunden mehr Möglichkeiten haben. Aus dieser Sichtweise wünsche ich Ihnen alles Gute, auf dass Sie alle Ihre Ziele erreichen und bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön.